kafamız ne bu videoyuz? Amma çok konuştum be. Ama gerçekten içime oturdu bu yani. Soru neydi? Eyvallah kocam. Also dieses YouTube-Video mache ich, damit das für mich als Erinnerung so ein bisschen festgehalten wird, weil wenn ich etwas auf Instagram hochlade, dann ist die Story nach 24 Stunden irgendwie weg und wir finden nichts mehr vor uns. Deswegen heute ein kleines Announcement von uns. Wir sind schwanger. Wir sagen das ja im Englischen immer so, oh, we are pregnant. Genau, like I had a badass name, name, yeah. Ist der Name der Dienst und so. Wenn ihr dieses Video seht, werde ich wahrscheinlich 12.0 sein. Ich hoffe, dem Baby wird es dann auch gut gehen. Ja, also diese Schwangerschaft für mich ist einfach nicht schön verlaufen, kann ich jetzt so weit schon sagen. Wir haben für euch einige Fragen vorbereitet und auf die möchte ich jetzt ein bisschen genauer eingehen. Ja, das war tatsächlich eine geplante Schwangerschaft. Wir haben nicht damit gerechnet, dass das beim ersten Versuch schon klappt. Da haben wir uns natürlich extrem drüber gefreut. Aber ich muss sagen, ich habe öfter die Frage bekommen, ob es eine geplante Schwangerschaft war oder ob es ein Unfall war. Also diese Frage finde ich so bescheuert irgendwie. Was geht dich denn das an, ob das jetzt geplant war oder ob das jetzt ein Unfall war? Irgendwie kommt mir das so ein bisschen respektlos vor, diese Frage. Aber die habe ich tatsächlich auch bekommen und die hat mich schon extremst genervt, diese Frage. Zaten bir erkek bir kız çocuğunuz var. Ondan sonra hani üçüncüye ne gerek vardı da? Hani bunu bilerek mi yaptınız, bilmeyerek mi yaptınız? Ya ama kime ne bu? Ya tabii ki kimse ilgilendirmez. Hani bu sorunun sorulması da biraz abes kaçıyor zaten. Kesinlikle katılıyorum. Ja, also ich hatte wirklich eine schwierige Zeit. Also die letzten zwei Monate waren für mich überhaupt nicht angenehm. Aufgrund eines bestimmten Satzes von meiner Ärztin. Sie meinte zu mir, ich war gerade erst 5.2, also das war noch alles relativ frisch. Auf dem Ultraschallbild hätte man vielleicht noch gar nichts mal gesehen. Und sie meinte, mir gefällt die Fruchtblase nicht und mir gefällt auch der Ort nicht, wo sich dein Baby, die Fruchtblase, eingenistet hat. Und ich sehe auch keinen Dottersack und ich sehe gar nichts. Es ist auch kein Baby drin. Stell dich darauf ein, dass wir nächste Woche eine Ausschabung vornehmen. So, jetzt frage ich mich im Nachhinein, wäre das nicht besser gewesen, wenn sie mir nichts erzählt hätte und einfach abgewartet hätte, anstatt zu mir zu sagen, stell dich auf eine Curettage ein. Also das finde ich ein bisschen... Diese Woche wollte für mich nicht vergehen. Ich habe geweint, geheult, ich lag nur im Bett. Also für mich war das erstmal so vorbei, weil es einfach etwas natürlich war, was ich wollte. Ich wollte das Baby, wer will das nicht? Diese Nachricht zu erhalten, war für mich einfach so ein Schlag ins Gesicht. Da macht man sich so Vorwürfe, bin ich zu alt gewesen? Warum ist das jetzt so? Warum habe ich meine Blutung? Warum, warum, warum? So. Und ich war einfach fix und fertig mit den Nerven. Dann habe ich Bettruhe verordnet bekommen, die nächsten eineinhalb Monate und Social Media Verbot. Das heißt, in dem Zeitraum ist auch übrigens das Erdbeben passiert, was uns natürlich alle mitgenommen hat und mich ganz besonders. Solche Sachen triggern mich natürlich. Sie meinte ja, diese Woche habe ich so viel Abtreibung vorgenommen, wie noch nie. Sie sind wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich die Nächsten. Was ist dann passiert? Aber nächste Woche sind wir hin und da war plötzlich ein Baby mit Herzschlag. Also Ärzte können sich auch irren und das war alles noch relativ früh. Ja, also das hat mich ziemlich mitgenommen. Und trotz dessen habe ich immer noch diese Angst in mir, dass irgendwas nicht stimmen könnte, weil sie mich einfach so verängstigt hat. Ama çok konuştum be. Ama gerçekten içime oturdu bu yani. Sen halimi bilmiyorsun yani, sen gördün. Biliyorum, vallahi ne bileyim, bana artık naz mı yapıyorsun, bana mı şey yapıyorsun? Ya da içindeki bu bulunduğun durumdan çok memnun musun? Sabah erkenden uyanan benim. Çocukları uyandıran benim. Bir zahmet uyandır yani, kahvaltıyı, sen de babasın. Kahvaltıyı hazırlayan benim. Evet. Çocukları okula götüren benim. Evet, yapmadıklarını sayarsın. Evet, her şeyi ben yapıyorum. Emri böyle. Evet, hamile bonusu. ich weiß nicht, wie viel Tests ich gemacht habe, weil man ist leider so, dass man dann Eisprung nach so und so vielen Tagen schon anfängt, irgendwelche Frühtests zu machen. Die waren alle negativ, bis... ich zwei Tage überfällig war und dann hatte ich plötzlich einen positiven Schwangerschaftstest in der Hand. Und die Werte waren so niedrig und ich vergleiche dann im Internet wie eine Irre, warum ist er Eisprung plus das und mein Wert ist zu niedrig und bla bla bla. So, dann habe ich mich auch wieder irre gemacht und dann kamen die Ärzte mit ihrem geilen Spruch und dann war ich sozusagen ja irgendwie am Ende. Also ich habe wirklich eineinhalb Monate, zwei Monate
nur gelegen und nur geheult. Ich habe nur gespuckt und im Krankenhaus verbracht sozusagen. Also diesmal war es extrem, bei Hamza war es extrem, bei Sade war es nicht so extrem, kann ich sagen. Und ich glaube, das liegt auch daran, dass ich da noch gestillt habe und sowieso gerade erst Hamza geboren habe. Ich diese Schwangerschaftshormone schon in mir drin hatte. Also bei Sade war das nicht so extrem. Und jetzt ist es wieder extrem und ich musste auch übrigens dieses hier einnehmen. Dieses Progestan ist, glaube ich, auch ein Hormon. Leute, dieses Hormon, das habe ich einfach fertig gemacht. Also jetzt, nachdem ich das abgesetzt habe, geht es mir wieder ein bisschen besser. Und ich glaube, es ist auch etwas, das Übelkeit und also bei mir alle Schwangerschaftsmerkmale, die man im ersten Trimester durchleben kann, durchlebe ich. Ich kann euch hier mal einblenden, was da so alles vorkommen kann. Alles. Erst nachdem ich das hier abgesetzt habe, geht es mir jetzt wieder diese Woche ein bisschen besser. So dass ich auch, ja, habe ich normal fühle. Ja, ich war natürlich glücklich. Ich habe es gar nicht geglaubt. Da gibt es übrigens auch ein Video zu. Antische! Aufgeregt, da hab mir natürlich Gedanken gemacht, wie das so sein wird mit dem dritten Kind. Sen hissettin? Vallahi ben hiç heyecanlanmadım. Hiç heyecanlanmadın mı? Yo, çünkü hani hamile miydi, değil miydi? Ebru çok böyle kendi kendine şey yapmıştı. Bazı test yapıyor, çift çıkıyor, bazısında tek çıkıyor. İstatistiklere, rakamlara bakıyorum. Hamile olduğunu biliyorum. Yani şimdi... Nesin sen? Hey Ziya. Hayır. Hani eskilerde bir terim var. Hanımın üzerine ceketini atsan hamile kalıyor diye. Öyle bir şey. Estağfurullah ya. Babam izliyor bu videoyu. Yani Hamza da... Ama sen onun için mi böyle tepki verdin? Sami kanda da çıktı. Ama o ciddi mi gerçekten? Böyle tepki. O... Keşke çekseydim ya. Niye o şey, üçüncü çocuğu istediğim için de o tepki yani. Yani yoksa senin hamile olacağına, hamile olduğuna verdiğim tepki değildi. Planlı mıydı? Ne gerek vardı? Manyak mısınız? Üçüncüyü yapıyorsunuz. Ya mesela bunu diyen oldu. Daha kim bilir neler daha duyacağız bakalım. Kim bilir daha milletin içinden neler geçiyordur da daha bize söylemiyordu. Belki. Also ich glaube nicht jeder freut sich dann vor allem irgendwie, vor allem wenn es dann auch so plötzlich ist. Glaube ich, kann ich mir vorstellen, dass sich nicht jeder unbedingt freut. Also ich weiß es nicht. Also ich habe auch leider Reaktionen bekommen, wo ich dachte so, was soll das denn jetzt so? Muss halt jeder für sich selber wissen. Aber sei euch gewiss, kein Paar, was euch sagt, hey, wir sind schwanger, möchte dann solche Sätze hören. Also wenn du nichts Nettes zu sagen hast, dann solltest du lieber gar nichts sagen. Fertig. Ich habe auch das Gefühl, dass es ein Junge wird. Ich kann mich natürlich täuschen, aber bei beiden Schwangerschaften habe ich mich bis heute nicht getäuscht. Aber gut, die Chance ist natürlich 50-50, ne? Ich habe das Gefühl, es wird ein Junge. Ich weiß es nicht, mal schauen. Also ich möchte einfach nur, dass es gesund auf die Welt kommt. Der Rest ist mir eigentlich wurscht. Ihr seht, belli olacak muhtemelen. Wisst es auch noch nicht. Bir tek sen bileceksin. Bize söylemeyeceksin. Also wir machen auf jeden Fall eine Gender-Review-Party. Weil ich habe so vieles einfach nicht gemacht bis heute. Ich hatte keine Party, ich hatte keine Babyshower, ich hatte keine... kein Fotoshooting von meinem Bauch. Und das ist so etwas, was mir irgendwie fehlt. Also ich habe irgendwie gar keine Erinnerungen an meine Schwangerschaften. Und bei der dritten Schwangerschaft habe ich... Ben de Türk Hava Yolları ile görüşüyorum. Uçak uçuracağım. Kızımdan mavi çıkar. Ja, bunlar da çok abartılı, ha. Yani... Adamlar onu bile yaptılar. Nee, ich möchte es ganz simpel haben. Entweder ein Stückchen Torte aufschneiden, gucken, was drin ist. Oder Ballon platzen. Das wir dann... Also wir wissen es auch noch nicht, was es wird, sagen wir so. Vallahi benim için çok zor geçiyor. Yani diğer iki hamileliğine göre bu hamilelik biraz daha sıkıntılı oldu. Düşük riski olayı vardı, kanama oldu. Ondan sonra bazı sıkıntılar yaşandı. Ebru'nun psikolojisi iyice bozuldu. Tabii onun psikolojisinin bozulması demek bizim tüm hayatımızın mahvolması anlamına geliyor. Yani o yüzden hani ben hep diyorum ya, erkek diyorum hasta olursa bir şey olmuyor da. Bir evin kadını hasta olursa hükümet düşüyor. Hakikaten sıkıntılı bir durum yani. Ya. O yüzden bayağı zor bir şey geçirdik. Allah'a şükür bu aralar iyi ama. Çok şükür toparladı. Son bir haftadır neredeyse. Son bir haftadır bayağı iyi yani. Ebru'nun çok ayrı bir böyle hamile güzelliği vardır. Bunu bilmiyorum. Siz görebiliyor musunuz ama ben bunu en çok net bir şekilde görebiliyorum. Mesela saçları acayip sıklaşır.
Saçları çok güzel olur. Suratında böyle ayrı bir tatlılık gelir. Çok güzelleşir. Nur Ondan gelir. sonra... Nur gelir. Eyvallah kocam. Onun... Be. Also ich habe das Gefühl, dass man nach jeder Geburt, also ich hatte das bei Sade zum Beispiel, dass ich vieles einfach vergessen hatte. Und ich glaube, dass ich jetzt bei der dritten Geburt auch vieles vergessen werde, wie es war. Man vergisst ja auch irgendwie so die Schwangerschaft, finde ich. Also ich habe es vergessen, wie es war, damals so viel gespuckt zu haben, zum Beispiel bei Hamza. Und jetzt erst, wo ich das alles so wieder durchlebe, denke ich so, Gott, das war, ist es nicht schön. Ich hoffe, dass jetzt die dritte Geburt, ich plane eine normale Geburt wieder. Ihr wisst, Hamza war ein Kaiserschnitt, Sade war eine normale Geburt und ich hoffe, dass jetzt die zweite normale Geburt auch ein bisschen schneller vorankommt und dass ich dann das dritte Kind einfach zeitnah bei mir dann haben kann. Und der Geburtstermin errechnet sich übrigens circa auf den 15. Oktober. Also wir haben noch ein bisschen was vor uns. Ja, ich freue mich einfach auf diese Zeit und ich glaube auch, dass ich dieses Mal das dritte Baby mehr genießen kann, weil bei uns, bei Hamza und Sada das einfach so war, dass beide so klein waren, dass ich einfach zwei kleine Babys da hatte sozusagen. Und die haben wir nur 1,5 Jahre auseinander. Und jetzt ist es so, dass Sade jetzt, wenn das Kind da ist, fast schon 5 ist. Und das Baby dann halt neu geboren, von daher. Ja, ich freue mich auf die Zukunft mit drei Kindern. Also ich werde euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten mit meiner Schwangerschaft. Ich will jetzt nicht nur noch alles mit Schwangerschaft bombardieren hier. Es ist natürlich eine schöne Zeit, eine aufregende Zeit, die nächsten 10 Monate. Beziehungsweise sind ja nur noch 7. Ja, also ich will euch nicht damit zu bombardieren, aber ich will euch auch up to date halten und ich freue mich einfach auf die nächsten kommenden Monate mit euch zusammen. Bis dann. Kendinize iyi bakın. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olunuz. Görüşmek üzere. Tschüss.